Moin Moin, guten Tag zusammen. Stefan Grote ist mein Name und wir werden jetzt in den nächsten 60 Minuten, glaube ich, haben wir Zeit, uns mit einem, ja, dann doch, wie ich finde, sehr spannendem Thema beschäftigen. Linux auf dem Desktop ist es weitestgehend. Ich habe dafür ein paar Folien mitgebracht und wie ich finde, einen wunderbaren Titel ausgedacht, OSI Layer 8. Und anhand dessen wollen wir so ein bisschen durchgehen, ja, was eigentlich so Desktop-Migrationsprojekte von Linux auf dem Desktop eben ausmacht, was solche Projekte eben unterscheidet, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Das wird das sein, worum es so ein bisschen geht. All die Projekte, die ich entsprechend vorstellen werde, sind Referenzprojekte, die wir in den letzten 17 Jahren so umgesetzt haben. Für all die, die uns nicht kennen, Gonicus ist der Name des Unternehmens, ist ein Linux- und Open-Source-Dienstleistungsunternehmen. Und in dem Kontext eben ein sehr besonderes. Wir dürfen hochgradig unabhängig agieren an der Stelle und gleichermaßen eben auch lösungsorientiert. Das heißt, immer dann, wenn wir entsprechende Projekte umsetzen, gemeinsam mit unseren Kunden, mit unseren Partnern, haben wir immer eine sehr lösungsorientierte Brille auf, die uns das ermöglicht, dann doch das ein oder spannende Projekt eben umzusetzen. Zu den harten Fakten, wir sind momentan bei 45 Mitarbeitern eben angekommen und so seit 2001 eben am Markt mit dabei. Damit gehören wir zu den dienstältesten Dienstleistungsunternehmen im Linux- und Open-Source-Umfeld, die es da so gibt. Bevor wir eigentlich richtig einsteigen, möchte ich versuchen zu verstehen, was eure entsprechende, das sieht so gut aus, was eure entsprechende Motivation ist, heute hier mit mir zu sein. Dementsprechend zwei, drei kleine Fragen vorab. Bitte um kurzes Handzeichen. Wer benutzt von euch Linux auf dem Desktop? Das war nicht überraschend. Wobei, warte mal. Nochmal bitte die Hand. Okay, gut. Wer hat schon mal eine Umstellung gemacht von Windows, von Mac auf den Linux? Okay. Wer hat es geschafft? Ja, sehr gut. Und wer hat das Ganze auch geschafft für mehr als 10 Desktops? Okay, sehr gut, sehr gut. Schön. Das war auch fast so erwartet, muss ich gestehen. Was haben wir vor? Ich habe es gerade eben erwähnt. Ich habe zwei, drei Referenzprojekte mitgebracht. Die sind zeitlich gestaffelt hier an der Stelle. Wir beginnen im Jahr 1998 und ziehen uns dann eben durch bis 2018 eben. Ich habe die entsprechenden Referenzgeschichten hier versucht, so ein bisschen zu anonymisieren. Das eine oder andere werdet ihr vielleicht kennen oder aber auch erkennen. Ich werde versuchen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, so ein bisschen interner zu erzählen. Dementsprechend bleibe ich aber hier bei der nicht namentlich benannten Aussage von den entsprechenden Geschichten. Ich finde, das ist ein ganz guter Stil, wenn wir schon darüber reden, dass wir es dann wenigstens so ein bisschen anonym eigentlich machen. Das ist so der erste Teil der Präsentation. Der zweite Teil wird sein, dass wir so ein bisschen die Frage diskutieren, warum ausgerechnet jetzt? Warum sollte jetzt 2018 oder 2019 das Jahr von Linux auf dem Desktop sein? Und dann wollen wir es so ein bisschen abschließend eben mit der Frage, das haben wir jetzt volle Motivation, haben gelernt, wie man das macht oder auch nicht macht. Und jetzt wollen wir es angehen. Wie machen wir es eigentlich genau? Ja. Das ganze Thema oder der ganze Vortrag vielmehr ist so aufgebaut, dass es ja im Dialog durchaus passieren kann. Ich habe immer entsprechende Schlagworte mit dabei, wo ich ein bisschen über Ausgangslagen erzähle und den eigentlichen Projektgegenstand, was hat man gelernt. An der Stelle daraus, wenn irgendwelche Fragen aufkommen sollten, wenn irgendwas unklar sein sollte, ich zu schnell werden sollte, kurz Handzeichen, reinrufen, mich unterbrechen und wir können das Thema direkt behandeln, solange wie die Folie noch da ist. Wir sollten am Ende aber auch noch, ich denke, die ein oder andere Minute haben für ein paar Fragen. Ja? Gut, dann steigen wir ein. Das erste Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist einem Hersteller von Kochgeschirr. Wir springen hier weit, weit, weit zurück ins Jahr 1998. Von der Größenordnung her spielt das in etwa hier mit 120 Bildschirmarbeitsplätzen. Und die IT-Infrastruktur als solches war eben maßgeblich geprägt durch 5250 Terminals auf einer AS400. 98 PCs als solches, wie wir sie heute halt auch eben kennen, waren jetzt noch nicht so super weit verbreitet. Bei dem entsprechenden Unternehmen hatten wir schon grob über den Daumen drei entsprechende NT3-PCs, Verzeihung, fünf NT3-PCs. Und was das Unternehmen eben gewohnt war durch diese entsprechende Terminal-Server-Umgebung, war eben, dass sie eine sehr wartungsarme Umgebung hatten und damit auch eben sehr, sehr, sehr effiziente Arbeitsabläufe. Das war so ein bisschen diese entsprechende Ausgangslage. Ich habe hier auf der nächsten Folie nochmal schon fast ein zeithistorisches Dokument mitgebracht. Ich hoffe, man kann es lesen aus den letzten Reihen. Man sieht noch sehr schön eben die Token-Ring-Infrastruktur an der Stelle auch, ja. Also, genau. Das war auch eben mit Bestandteil, dieses Thema so abzulösen. Ist allerdings ein Kerngegenstand, da wollen wir hier jetzt so nicht drauf eingehen, aber so sah diese Infrastruktur eben entsprechend aus, als wir da eben angefangen haben, das Thema so anzugehen.
Was war die Motivation von dem Unternehmen, sich mit Linux auf dem Desktop zu beschäftigen? 1998, rückblickend ist es sehr einfach, das so ein bisschen zu bezeichnen. Dotcom-Blase, neue Medien, neue Märkte, all das war so ein bisschen das Thema, was aufgekommen ist. Und in dem Kontext eben auch der PC als solches. Und dadurch hatte ich halt eben neue Funktionen, neue Möglichkeiten hinsichtlich von Internet als solches, Mail, Textverarbeitung. All das waren solche Dinge, die eben aufgekommen sind, wo das entsprechende Unternehmen eben sagte, Mensch, das finden wir spannend, das wollen wir irgendwie für uns nutzen. Wir wissen noch nicht ganz genau wie, aber das wollen wir für uns nutzen. Aber wir würden ganz gerne diese wartungsarme Umgebung und diese effizienten Arbeitsabläufe beibehalten wollen. Daran sind wir gewohnt, das finden wir gut, das würden wir so lassen wollen, aber trotzdem eben entsprechend neue Funktionen, neue Möglichkeiten nutzen durch die aufkommenden PCs, trotzdem an dem Guten, was etabliert war, so beibehalten. Das war so ein bisschen diese beiden entsprechenden Situation innerhalb der Bedarfslage. Was haben wir also gemacht? Wir haben eine Linux-Terminal-Server-Umgebung eingeführt mit einem KDE 1. Und ich habe auch hier auch nochmal, ich hoffe, man kann das aus der letzten Reihe ganz gut erkennen, einen Original-Screenshot eben aus dem Benutzerhandbuch eben mitgebracht, wo man da wirklich sieht anhand der entsprechenden Pfeile und Bezeichnungen, wo findet der Anwender des Bildschirmarbeitsplatzes eigentlich was für eine Anwendung und was macht er genau damit. Ja? Das Ganze war für die komplette Infrastruktur mit circa 120 Bildschirmarbeitsplätzen ein sehr erfolgreiches Projekt, was wir eben so umgesetzt haben, konnten das auch eben erfolgreich betreiben bis ins Jahr 2008 hinein. Was ist dann passiert? In der Zwischenzeit ist eine Menge passiert, nämlich das, was man rückblickend so ein bisschen heute als Siegeszug der PCs bezeichnen kann. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern, als es seinerzeit den ersten PC beim Aldi zu kaufen gab, ja, was das für Auswüchse waren, die man da vor dem Aldi gesehen hat, hat man heute nur noch so, glaube ich, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt oder sowas, in der Form. Der PC ist in der Zwischenzeit, wie gesagt, Anfang, Mitte der 2000er Jahre, gerade auch im privaten Umfeld zu einem gewissen Statussymbol avanciert. Ja, dass man einfach gesehen hat, man muss jetzt zu Hause irgendwie einen Windows-PC haben, um ja in gewisser Art und Weise ein Statussymbol eben zu haben. Und das war mit einer der Punkte, der dazu führte, dass es eine Diskussion gab unter der Belegschaft, wieso haben wir zu Hause diese wunderbaren modernen Windows-PCs und diesen durchaus sehr pragmatischen Linux-Arbeitsplatz im Büro. Aus dieser kulturellen Gemengelage heraus war es dann halt eben auch so, dass gerade im Textverarbeitungsumfeld die Interoperabilität nicht so super war, wie wir das heute vielleicht kennen. Ja? Also jeder, der vielleicht schon mal mit einem StarOffice oder mit einem OpenOffice Mitte der 2000er probiert hat, irgendwie ein Microsoft Word-Dokument zu öffnen, der weiß, dass das durchaus mal so ein bisschen kniffliger war eben an der Stelle. Ja? Das war auch mit einer der Argumente, die da reingespielt haben. Ein weiteres Argument oder eine weitere Entwicklung, die da eben auf uns zukam, war, dass es eine Änderung der Geschäftsleitung gab und in diesem Sammelsurium an unterschiedlichen Sichtweisen und Positionen führte es halt eben dazu, dass Linux auf dem Desktop in dieser konkreten Situation, bei diesem konkreten Unternehmen leider keine Zukunft hatte eben an der Stelle. Ja? Das Spannende ist natürlich immer gerade, wenn man vermeintlich scheitert in solchen Projekten, was kann man daraus lernen? Ja, zwei Dinge habe ich hier für euch entsprechend mitgebracht, beziehungsweise soweit aufbereitet. Der erste Punkt, keine ideologischen Diskussionen führen. Ja? Es wird immer an einem gewissen Punkt kommen, wo man sagt, vom technischen Ansatz her ist irgendwie ein Windows das Bessere für den Anwendungsfall oder ein Linux das Bessere für den Anwendungsfall. Lasst auf euch solche ideologischen Diskussionen nicht ein. Ja? Beide Ansätze haben entsprechende Vorteile, haben entsprechende Nachteile und schaut, was ist die beste Herangehensweise für ganz konkret dieses Problem, was ich jetzt gerade lösen will. Ja? Aber keine ideologischen Diskussionen führen, erst recht nicht aus dem Aspekt daraus, wenn man sagen kann, Linux Open Source ist der bessere Ansatz. Ja? Das sollte man an der Stelle eben komplett vermeiden. Das zweite Thema, was man hier als Lessons Learned verbuchen kann, ist eben der Zeitpunkt von so einer Migration schlicht und ergreifend. Ja? Genauso gut wie der Zeitpunkt eben war im Jahr 1998, dieses Projekt eben umzusetzen, diese Linux-Migration eben einzuführen. Genauso gut, wie der Zeitpunkt dafür eben war, 98, genauso schlecht war er dann eben auch im Jahr 2008 für uns mit dieser Thematik eben so weiter zu verfahren. Ja, also wenn das was ist, wo ihr vielleicht als Dienstleister probiert habt, sowas zu machen oder als Abteilungsleiter in euren Unternehmen und ihr merkt einfach, Mensch, ich habe das jetzt 3 Monate lang probiert, ich beiß hier auf Beton, ich komme einfach nicht weiter. Okay, vielleicht ist momentan einfach nicht die richtige Zeit für so ein entsprechendes Projekt und einfach nochmal ein bisschen später probieren, vielleicht klappt es dann besser. Ja? Das soweit zu der ersten Geschichte. Fragen dazu bis hierhin? Keine Fragen? Okay, dann gehen wir weiter.
Wir kommen jetzt zu dem Thema von einem Versandhaus. Von der Infrastruktur her ähnlich wie der Hersteller vom Kochgeschirr. Hier reden wir allerdings über 3270 Terminals. Vom Zeitraum her im Jahr 2004. Wesentlich größer mit 800 Bildschirmarbeitsplätzen. Und das Unternehmen stand da einer sehr richtungsweisenden Entscheidung, weil man eben eine Expansion ins Ausland eben angedacht hat. Und in diesem Kontext war es dann eben so, dass man sagte, wenn wir das machen, wenn wir diesen Schritt eben so gehen, dann wollen wir in dem Zuge auch die IT-Strategie so ein bisschen anpassen, dass die ganze Umgebung dahinter so ein bisschen modernisieren, sodass wir auf der einen Seite eben eine Ablösung respektive eine Modernisierung der Terminals eigentlich haben wollen, aber die entsprechende Fachanwendung, die wir einsetzen, wollen wir beibehalten. Ja? Versandhaus, typisches Handelsunternehmen, man kauft Ware irgendwo ein und verkauft sie halt wieder. Und diese entsprechende Kommissionierungsanwendung ist die zentrale Fachanwendung, die hier im Mittelpunkt steht bei dem Unternehmen. Die wollte man als solches eben beibehalten. Man war natürlich jetzt auch hier von der 3270 Terminal Server Umgebung eben eine sehr gute Servicequalität gewohnt und damit einhergehend auch geringe Wartungskosten. Das wollte man an der Stelle eben auch beibehalten. Und im Zuge der Expansion ins Ausland hat man gesagt, wir wollen dann allerdings einen Standort im Ausland haben. Ja, allerdings kein IT-Personal, keine Administratoren im Ausland. Das war so diese entsprechende Bedarfslage bei dem Projekt. Was haben wir gemacht? Ich habe auch hier wieder zwei entsprechende Originalgrafiken mitgebracht. Das ist die, ich hoffe, man kann sie erkennen von hinten. Gut, man wird die kleine Terminal-Emulation wahrscheinlich nicht erkennen, aber okay, die Idee dahinter ist klar, denke ich. Das ist die entsprechende Grafik oder die schematische Darstellung vielmehr, wie nachher das moderne Konstrukt eben aussah mit relativ modernen Syn-Clients hier an der Stelle. Die eigentliche Fachanwendung über eine Terminal-Emulation, dass ich weiterhin dann nochmal auf den großen IBM-E-Server hinten 3270 zugreifen konnte. Das war so der Ansatz bei Beibehalten des Textmodus. Wenn ich dann allerdings auch ein relativ modernes Terminal eben hatte, dass ich auch einen Grafikmodus eben hatte, sah es dann natürlich thematisch eben so aus an der Stelle, dass ich da einfach mit einem relativ modernen Client da mit einem Grafikterminal auf die ganze Umgebung zugreifen konnte. Das war so die schematische Darstellung. Zusammengefasst, was war es? Linux Terminal Server Infrastruktur mit einem Red Hat Linux 9 und einem KDE. Ja, müsste meines Erachtens die letzte Red Hat Linux Version gewesen sein, wo es KDE und GNOME eben gab. An der Stelle, wir haben eine relativ einfache Ablösung der 3270 Terminals gemacht und konnten natürlich auch dementsprechend durch einfach nur eine Konfigurationsanpassung ein ganz klassisches Textterminal in ein Grafikterminal wandeln, weil er sich einfach ein anderes Image nachher gezogen hat. Das war also relativ einfach, wie ich hier von der Ablösung auf eine Modernisierung eben gekommen bin. Ja? Jetzt hat der eine oder andere die Stirn so ein bisschen in Falten gelegt, weil sich fragt, ja, Moment, aber wir haben doch gerade eben gesagt, die Bedarfslage war eine Modernisierung der Terminal-Server-Umgebung. Wir hatten vorher 3270 Terminals und jetzt haben wir Linux-basierte Terminals. Ist das modern? Ist das wirklich ein moderner Ansatz, das so zu machen? Pragmatisch, ja. Aber wirklich modern? Schauen wir mal. Was hatten wir auf unserem gelben Zettel stehen für Kernanforderungen? Ablösung respektive Modernisierung der Terminals bei Beibehalten der Fachanwendung. Ja, können wir bestätigen. Keine Admins im Ausland, zentrale Terminal-Server-Umgebung, können wir auch bestätigen. Servicequalität, geringe Wartungskosten. Wie sieht es damit aus? Was würdet ihr tippen aus dem Bauchhaus? Oder Entschuldigung, andersrum. Der Begriff vom TCO ist allen bekannt. Ja, gut. Was würdet ihr glauben aus dem Bauchhaus? Wie viel Prozent von dem TCO gehen in der durchschnittlichen Laufzeit von einem Bildschirmarbeitsplatz für Support und Wartung drauf? Aus dem Bauch. 80? 80 bis 90? Bei 65. 65? Sehr gut. 60. 60% durchschnittlich des TCOs wird für Support verursacht. Bis heute an der Stelle ist das der Fall. Ja? Und das auf normale PC-Arbeitsplätze. Ja, genau. Ja. Und das ist, wie gesagt, eben bis heute so an der Stelle auch der Fall. Ja? Und in dieser ganz konkreten Umgebung haben wir es geschafft, dass dieser Wert wirklich drastisch unter den entsprechenden 60%, der liegt hier irgendwo in der Größe von zwischen 15, 18, 20%. Ja? Also Support für alles, sowohl Hardware-Support ist abgeraucht, wie auch Software-Support. Ich habe mein Passwort vergessen. Ja, alles. Alles. Hardware, Software. Ja, alles. Das ist die entsprechende Größenordnung. Ja. Vor dem Hintergrund war es natürlich schon so, dass wir auf der einen Seite Terminals ablösen können, aber auch eben modernisieren konnten. Servicequalität und die entsprechenden geringen Wartungskosten konnten auch weiterhin so
aufrechterhalten werden, wie das auch eben zu Anfang des Projekts gewünscht war. Ja? Eine ganz spannende Geschichte ist auch eben hier, dass man auch heute noch, den Kunden mit der Umgebung gibt es so heute eben auch noch, und die setzen auch heute noch auf die 3270 emulierte Terminal-Server-Anwendung als ihre Fachanwendung, heute noch. Es gab im 2016 ein entsprechendes Pilotprojekt, diese eigentliche Fachanwendungen abzulösen, zu modernisieren, mit Webtechnologien, ganz modern im Browser eben. Man hat das Ganze pilotiert, umgesetzt, die Kollegen da vorgesetzt und gesagt, Mensch, teste das doch mal. Was glaubt ihr, wie ging die Geschichte aus? Daumen runter. Ja, nach wenigen Wochen. Warum? Wenn ich es gewohnt bin, an einem Textterminal zu arbeiten und immer mehr oder weniger die gleichen Abläufe halt eben durchzuarbeiten, bin ich ja auf dem Textterminal wesentlich schneller, als wenn ich eine Maus durch den Browser schubsen muss. Ja? Und das war entsprechend der Hintergrund, warum es auch heute noch so umgesetzt wird. Das letzte Modernisierungsprojekt in dem Beispiel war dann eben auf ein Update, respektive Upgrade auf einen 16.04er Ubuntu, und in dem Kontext war dann auch weg vom KDE-Desktop auf einen GNOME eben auch gegangen an der Stelle. Ja? Was haben wir gelernt aus dieser wunderbaren Geschichte heraus? Gerade wir Techniker, gerade wir Informatiker meiden natürlich immer ganz gerne dazu, dass modern immer so ein bisschen bleeding edge sein muss, immer das Neueste vom Neuesten sein muss, dass es irgendwie taugt, dass es irgendwie funktioniert. Das sollte man meiner Erfahrung nach bei Linux-Desktop-Projekten, sollte man damit so ein bisschen vorsichtiger umgehen. Ja? Modern muss nicht immer Bleeding Edge bedeuten. An der Stelle modern kann eben auch bedeuten, dass es im Verhältnis entsprechend passen muss. Das ist der entsprechende Ansatz, der hier im Vordergrund stehen sollte. Ein weiteres sehr wichtiges Thema ist, wenn ihr solche Dinge angeht und ihr führt vielleicht zum ersten Mal einen Desktop überhaupt ein, also einen Grafikmodus, oder ihr führt zum ersten Mal einen Linux-Desktop eben ein, setzt euch mit den Anwendern hin und macht ein gemeinsames Design von dem Desktop an der Stelle eben auch. Dass ihr gemeinsam abstimmt, wie soll das aussehen, wie soll das funktionieren. Und kommt niemals auf die Idee, wenn ihr so einen Desktop designt, wenn ihr den baut, einen Microsoft Windows-Desktop eben nachzubauen. Das wird nicht funktionieren. Das wird immer eine schlechtere Kopie bleiben an der Stelle. Ja? Schaut viel eher, dass ihr die Vorteile von Linux auf dem Desktop erkennt, dass ihr die Vorteile von Open-Source-Software erkennt und diese entsprechend für diese Anwendungsfälle der Benutzer in den Vordergrund stellt. Darum sollte es gehen, aber niemals auf die Idee kommen, einen Windows-Desktop eben nachbauen zu wollen. Ja? Fragen dazu? Bitte. Ich habe da noch einen Citrix gesehen. Bei dem Grafikmodus. Ja. Hm. Was macht der? Das war auch eine entsprechende Anwendung, die da über einen Citrix bezogen werden musste, die da auch mit reinspielte. Das war eine andere Fachanwendung, wobei ich offen, aber ehrlich gestanden jetzt auch nicht weiß, was das eigentlich genau war. So weiß er will, aber den TCO auch, wenn man Sachen mischt, oder? Ja, blöde Antwort, das kommt so ein bisschen drauf an. Also klar, eine gewisse Komplexität des Bildschirmarbeitsplatzes erhöht natürlich grundsätzlich auch den TCO bzw. den Supportanteil innerhalb des Wertes, klar. Aber nur weil ich da jetzt eine weitere Fachanwendung drin habe, heißt es das nicht, dass es sich automatisch die auch mehr supporten muss. Das nicht. Weitere Fragen? Okay, keine Fragen. Dann springen wir weiter. Wir verlassen jetzt für einen kleinen Exkurs so ein bisschen die privatwirtschaftlichen Organisationen und springen so ein bisschen in die öffentliche Hand. Hier reden wir jetzt über das Bundesinnenministerium, beziehungsweise wir reden nicht konkret über das Bundesinnenministerium. Es gab im Jahr 2004, 2005 von dem Bundesinnenministerium ein entsprechendes Evaluierungsprogramm, wo ich als öffentliche Hand, als öffentliche Institution eben anfragen konnte, wenn ich entsprechende Evaluationsprojekte von Linux auf dem Desktop eben umsetzen wollte. In dem Rahmen konnte ich mich eben für Pilotprojekte eben bewerben. Ja? Wir durften da für zwei Institutionen solche Projekte eben umsetzen, respektive begleiten. Darauf wollen wir ein bisschen eingehen. Das eine ist ein wissenschaftliches Institut, das andere ist ein wirkliches Bundesministerium an der Stelle. Und wir steigen einfach mal ein mit dem Wissenschaftlichen Institut. Das ist ein Institut aus dem Umfeld der Landwirtschaft und der Forschung in der Landwirtschaft. Ja, mag man glauben, dass das so ein bisschen diametral gegeneinander steht. Funktioniert aber an der Stelle auch. Das Institut hatte 180 Bildschirmarbeitsplätze, eine relativ gewachsene NT4-Umgebung. Und auf Basis dieser NT4-Umgebung hatten sie Probleme mit den unkonventionellen Peripheriegeräten, die sie hatten. Ja, das waren irgendwelche Mischroboter und all solche hochspezialisierten Forschungsgeräte. Die liefen nicht so wunderbar in dieser NT4-Umgebung, sodass da eben die Motivation dazu sagen, okay, gut,
wir würden uns anschauen wollen, wie das mit dem Linux auf dem Desktop für uns funktioniert und würden in dem Kontext gerne auch eine Terminal-Server-Umgebung einführen wollen. Das war die Ausgangslage, die Bedarfslage. Das Merkmal, die Charakteristika von diesem Projekt war, dass, wie das nun sehr häufig in der Forschung anzutreffen ist, dass die eigentlichen Anwender sehr, sehr, sehr Linux-affin waren. Ja? Und das kann Fluch und Segen gleichzeitig sein an der Stelle eben auch. Warum? Auf der Haben-Seite kann man natürlich auch eben verbuchen, okay, man hat ein sehr angenehmes Umfeld. Ja? Man spricht irgendwo die gleiche Sprache, man hat die gleichen Sichtweisen, man hat die gleichen Argumente. Auf der Kontraseite, Experten neigen ganz gerne mal zum Selbermachen. Ja? Patchlayer Mittwoch, brauche ich nicht drauf zu warten, mache ich mal eben. Konfigurationsanpassung, dauert mir zu lange, ich brauche auf die Freigabe vom Tagesordnung nicht zu warten, mache ich mal eben. Ja? Und diese Herangehensweise kann in einer sehr extremen Ausprägung dazu führen, dass ich eine Schatten-IT bekomme. Ja? Dass ich gar nicht mehr weiß, was läuft denn alles irgendwo für welche Dienste und wie sind die eigentlich konfiguriert. Ziemlich blöd, wenn man als Dienstleister oder Abteilungsleiter oder als Chef dafür verantwortlich ist. Ja? Also das ist immer so ein Thema, muss man aufpassen. Wie gehen wir damit um, wenn ich solche entsprechenden Projekte habe, wo die alle Linux-affin sind? Die Rechte entziehen ist eine blöde Idee, ja, kann man machen, hat man bestimmt viel Spaß, aber nee, das will ich nicht machen. Wir machen das genaue Gegenteil. Wie bitte? Hatten die dann auf ihrem NT4-Admin-Rechte? Hatten die auf dem NT4-Admin-Rechte, da bin ich überfragt. Das ist für mich die gleiche Ebene. Es ist in der Tat die gleiche Ebene, ja. Ob die das hatten, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich haben sie dann noch mehr kaputt gemacht, ich weiß es nicht. Also was machen wir mit solchen Linux-affinen Anwendern? Flucht nach vorne. Aktiv mit einbeziehen. Ja? Dass wir schon vor der eigentlichen Migration und auch während der Migration immer wieder Erwartungshaltung und die entsprechenden Anforderungen abgleichen. Dass wir wirklich hingehen und schauen, an die Bildschirmarbeitsplätze gehen und schauen, wie wird gearbeitet, wo ist der Schmerz, was sind das für Anwendungen, wie werden die benutzt. Ja? Dass ihr wirklich... Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, auch vor der eigentlichen Migration oder am besten noch vor der Projektierung von so einem Vorhaben, wirklich an die Arbeitsplätze geht und schaut, wo ist hier das Problem, wie können wir das eben an der Stelle eben auch verbessern. Ja? Meine Lieblingsanekdote aus diesem Projekt ist die, dass wir, ja, ich meine, es wäre während der Umsetzung gewesen, an einem entsprechenden Arbeitsplatz eben kam, sehr großer Schreibtisch. Und da hat eine Dame eben auch gearbeitet und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch und man war sich grün, man hat sich gut verstanden. Und auf dem sehr großen Schreibtisch waren überall diese gelben Notizzettel draufgeklebt. Alles voll. Und dann hat man irgendwann gefragt, Mensch, was ist denn das ja eigentlich? Was sind die ganzen gelben Zettel, die du hier auf deinem Schreibtisch kleben hast? Ja, das war eine Tagesablage. Immer dann, wenn ich heute noch irgendwas unbedingt zu erledigen habe, dann schreibe ich es auf den gelben Zettel und klebe das hier drauf. Wenn ein Kollege rankommt und sagt, ach Mensch, kannst du doch heute noch mal eben, dann schreibe ich es auf den gelben Zettel und klebe das hier drauf. Und das sorgt dafür, dass der ganze Schreibtisch vor diesen gelben Zetteln war. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, nachvollziehbar. Kennst du die Anwendung Sticky Notes? Dann hast du die Gameset auf deinem Desktop. Ach, ja. Und dieses durchaus, ja, fast schon banal oder lapidare Beispiel führt halt eben dazu, dass man eine völlig andere Akzeptanz bei so einem Vorhaben eben auch bekommt. Und das ist an der Stelle eben der entsprechende Punkt. Geht an die Arbeitsplätze, schaut, wie wird gearbeitet und wie kann man das entsprechend auch nutzen, ja. Nachher vom Handwerkszeug, ob das Schulungen sind, wo man, sich selbst auch so ein bisschen erklärt, wo man erklärt, warum habe ich gewisse Dinge umgesetzt, wie ich sie umgesetzt habe, dass man das während der Migration, während der Projektphase in gewissen Arbeitskreisen auch eben macht, das ist nachher Handwerkszeug. Ja, aber eben auch ein Thema, dass das unglaublich wichtig ist, sowohl vor als auch eigentlich während der Umsetzung solche Dinge zu machen. Ja? So. Frage. Bitte. Wie ist das denn, wenn die da wirklich Hand angelegt haben an die Maschine und sagen, ich mache mal das Update selber und ich kaufe mir was um? Dann wisst ihr als Dienstleister doch vielleicht gar nicht, was die Ziele jetzt gefummelt haben in den Kisten, sag ich mal ganz einfach. Wie habt ihr das denn gelöst? In dem Beispiel war es jetzt so sehr, oder was uns da in die Karten halt eben spielte, war die Tatsache, es war eine Terminal-Server-Infrastruktur. Also wir hatten eine zentral verwaltete Umgebung eben. Das hat es natürlich halt so ein bisschen entschärft. Ja, sorgt am Ende des Tages aber nicht unbedingt dafür, dass die natürlich auch da unter Umständen Ruhezugang haben. Ja, das kann halt eben auch nochmal damit reinspielen. Ja, das ist in der Tat schwierig an der Stelle.
Also wenn man seinerzeit zentrale Terminal-Server-Umgebung eben hatte oder heute irgendwie ein zentral verwaltetes Konfigurationsmanagement, Puppet, Ansible, wie auch immer, dann ist es schon in Ordnung. Man kann es im Zweifel einfach drüber bügeln und wenn irgendwas nicht funktioniert, beschwert sich halt vielleicht jemand. Aber das ist natürlich auch wieder ein Punkt, wo man technisch relativ schnell ans Ende der Fahnenstange kommt. Da muss man dann auf der organisatorischen Seite ein bisschen gegenarbeiten und sagt, es gibt eine entsprechende Policy, was wo wie zu verwenden ist. Du hast dich daran nicht gehalten, wir haben zentral drüber gebügelt, deine Anwendung läuft nicht, dein Problem. Ist sehr hart, ja, aber da ist man technisch relativ schnell am Ende angekommen, man muss so organisatorisch schon ein bisschen auch entsprechend gegenarbeiten. Aber ist ein Problem, klar. Ja. Führt auch dazu, dass eben dann am Ende des Tages manche Umgebungen irgendwann nicht mehr wartbar sind. Ja, so wo ich, ja, da habe ich dann eine entsprechende Abteilung mit 150 Arbeitsplätzen, die sollten alle eigentlich irgendwie gleich sein und jeder ist unterschiedlich. Ja, also das kommt in den besten Familien vor. Ja, das ist schwierig. Weitere Fragen zu der Geschichte? Okay, dann springen wir weiter. Wir gehen jetzt auf das Bundesministerium ein. Auch hier war es ein entsprechendes Pilotprojekt, was wir begleiten durften. Hm. Allerdings mit 30 Bildschirmarbeitsplätzen, also relativ klein an der Stelle auch. Also sieht dieses Ministerium anders als das Institut vorher, eben dahingehend entschieden hat, nur eine gewisse Teilmenge der Bildschirmarbeitsplätze eben auch zu betrachten. Das Institut, da war es komplett mit den 180 Arbeitsplätzen. Hier sollte eben nur eine gewisse Teilmenge umgesetzt werden. Das waren typische PCs, typische Fat-Clients. Und die Arbeitsweise in dem Ministerium war eben so, dass man einen unglaublich hohen Dokumentenaustausch hatte. Ja, sowohl auf Ministeriumsebene als auch wiederum auf EU-Ebene wurden unglaublich viele Dokumente eben ausgetauscht. Mit einer der Kernanforderungen, die man ja vor der Umsetzung des Piloten gesetzt hat, war, dass die entsprechenden Clients mit Dual Boot ausgestattet sein sollten. Ja, genau. Richtige Reaktion an der Stelle auch. Das Pilotprojekt wurde nicht weiter verfolgt. Ja? Warum, Felix? Bitte, also. Ich habe mich gerade gefragt, warum. Also, die Ausgangslage war jetzt nur ein Teil der Rechner. Warum zur Hölle will man überhaupt dann von Anfang an nur einen Teil machen, wenn der Dokumentaustausch? Ja. Okay. Ja, ist eins mit der Punkte, die reingehen, aber die Tatsache, dass man als großes Ministerium sagt, okay, gut, wir würden das als Pilot erstmal nur mit einer gewissen Teilmenge betrachten wollen, ist irgendwo auch valide. Aber ja, spielt unter anderem damit rein. Ja. Und aber das ist ein, danke für den Punkt, das ist ein sehr valider, richtiger Punkt, weil diese beiden Tatsachen, auf der einen Seite hoher Dokumentenaustausch und dann eben auch die Tatsache, Sie haben es gerade eben gesagt, mit dem Dual Boot waren halt eben mit die zwei Kernpunkte, warum dieses Projekt nicht weiter verfolgt worden ist an der Stelle. Ja, auch hier spielen wir Mitte der 2000er eben, der 2000er Jahre, ja, Office-Interoperabilität war halt nicht so fein. Ja, klar, wenn ich Microsoft Word-Dokumente unter einem Microsoft Word eben auch austauschen, habe ich halt eine andere Fehlertoleranzinterpretation als beispielsweise von Microsoft Word hin zu einem Star Office, Open Office oder LibreOffice an der Stelle eben auch. Ja, und das war mit einer der Gründe, warum das Projekt nicht weiter verfolgt worden war. Dokumentenaustausch nur innerhalb dieses Bereichs oder auch nach außen? Auch nach außen hin. Dokumentenaustausch auch nach außen hin. Man muss fairerweise dazu sagen, dass die Word-Dokumente als solche schon relativ kaputt waren, was Makros und Formulare angeht. Das macht natürlich so ein LibreOffice-Import auch nicht angenehmer an der Stelle eben auch. Aber dass das wirklich ausschlaggebend war an der Stelle eben, war die Tatsache, dass man die Möglichkeit hatte, Dual Boot zu haben. Ja, so. Und wir Menschen sind nun mal gewohnheitsorientiert. Ja, das heißt, so klein wie die Hürde auch sein mag, hin zu was Neuem, zu was Unbekannten, wenn ich die Wahl habe, gehe ich doch an der Stelle wieder zu dem hin, was ich kenne, was ich gewohnt bin. Ja, also. Was dieses Thema angeht hier, mein Rat, meine Empfehlung, wenn ihr sowas macht, lasst euch nicht auf ein Dual Boot ein, an der Stelle auch. Ja? Okay, bitte. Also bei Citrix habe ich das zum Beispiel so gesehen, dass du hast eine Web-Oberfläche, du kannst eine einzelne Anwendung, kannst du auch unter Linux, kannst du dann auch mit einem kleinen, nur ja. Fenster, eine einzelne Anwendung. Ja. Aber das war auch nicht die In diesem Projekt war so eine Citrix-Emulation
nicht Bestandteil, nein, den anderen hingegen schon. Und das ist auch ein durchaus valider Ansatz. Wenn ich einen Citrix eh schon habe, dann kann ich das durchaus eben auch tun. Das klappt von beiden Plattformen vice versa sehr gut. Also vom Linux zum Windows oder vom Windows zum Linux. Ja, das Dual-Wohl zu vermeiden. Ja, genau. Das kann man machen an der Stelle hier. Hier war es jetzt nicht mit Bestandteil. Das wäre unter Umständen eine Option gewesen. Ja, aber das war hier nicht mit Bestandteil. Ja? Okay. Ich würde weiterspringen wollen, wenn keine Fragen mehr sind zu der Geschichte. Gut. Kommen wir jetzt auf ein weiteres Beispiel zu sprechen. Wir bleiben so ein bisschen bei den öffentlichen Händen. Dürfen wir einmal raten, welche Stadt gemeint ist? Oder? Nein. Die Frage habe ich ja nicht gestellt. Wir reden über eine Landeshauptstadt. Gibt es ja so einige von in Deutschland. Und das Projekt entsprechend spielt im Jahr 2006. Von der Infrastruktur her waren wir größer als all die Projekte, die wir vorher gemacht haben, zusammen. Wir reden hier über insgesamt 14.000 Bildschirmarbeitsplätze. Und die Situation der Landeshauptstadt war eben so, dass man eine sehr gewachsene Windows-Umgebung hatte. Ja, mit unterschiedlichen Fachverfahren, unterschiedlichen Fachanwendungen. Man ist also dann in die Situation gekommen, dass es seitens Microsoft eben eine Support-Abkündigung eben gab. Und dann stand man, salopp formuliert, irgendwo mit dem Rücken zur Wand. Es gab keine entsprechende wirtschaftlich vertretbare Option, weiterhin den Support mit Microsoft eben an der Stelle aufrechtzuerhalten, sodass man sich da nach Alternativen eben umschauen musste. Das war ein Thema, was der Oberbürgermeister da eben sehr prominent auch vertreten hat. Und da gab es entsprechende übergeordnete Ziele, die rausgegeben worden sind. Und das war wirklich Unabhängigkeit und Freiheit. Man war zu der Situation eben abhängig von diesem einen Hersteller und man wollte diese Unabhängigkeit eben herstellen. Und in dem Kontext eben auch ja die damit einhergehende Freiheit. Und weiterhin wollte man die eigene IT-Abteilung eben stärken. Alle IT-relevanten Prozesse sollten so gut es geht, soweit es geht, von der eigenen IT-Abteilung eben umgesetzt werden. Das heißt, das, was die Landeshauptstadt an der Stelle eigentlich eben brauchte, war Hilfe zur Selbsthilfe. Ja? Es hätte ihnen nichts genützt, wenn man sie aus der einen Abhängigkeit von Microsoft eben gelöst hätte und dann direkt wieder in die nächste Abhängigkeit getrieben hätte. Und in dem Beispiel wäre das dann ein 23-Mann-Unternehmen aus dem Sauerland eben auch gewesen. Ja? Das hätte an der Stelle hier niemandem genützt. Dementsprechend sollte es darum gehen, Hilfe zur Selbsthilfe, die IT-Abteilung eben so weit in die Lage zu versetzen, dass sie alle entsprechenden Prozesse selbst umsetzen konnten. Das war so der Kerngegenstand, worum es ging. Das war ein sehr besonderes Migrationsprojekt. Es war ein Leuchtturmprojekt in gewisser Art und Weise. Wann gab es schon mal ein entsprechendes Migrationsprojekt mit 14.000 Bildschirmarbeitsplätzen? Vorher gab es nicht. Es war eine hochgradig gewachsene Infrastruktur über die letzten Jahre eben so aufgebaut. Was man rückblickend in der Bewertung und Betrachtung dieses Projekts und dieses Vorhaben ganz gerne mal vergisst, ist mal eine Server- und eine Desktop-Migration, ja, weil die Anwendung, die ich auf dem Desktop habe, brauche ich auch irgendwo Backend für. Oh Wunder, oh Wunder. Und was eben auch mit reinspielte innerhalb dieses Migrationsprojekts war, dass die entsprechenden Fachanwendungen, die auf dem Windows-Desktop eben gelaufen sind, auch entsprechend modernisiert werden mussten. Ja, auch ganz gerne mal so ein Thema, was man bei so einer Definition vergisst. Meine Lieblingsanekdote hier sind die Fachverfahren für die Hundesteuer. Stellt euch vor, diese Landeshauptstadt, relativ groß. Was glaubt ihr auch hier wieder aus dem Bauch heraus, wie viele unterschiedliche Fachverfahren und Anwendungen gibt es für die Berechnung der Hundesteuer? Aus dem Bauch. 30? 4? Die 14. 14 unterschiedliche Fachverfahren. Und damit auch 14 unterschiedliche Anwendungen an der Stelle eben auch. Ja, je nachdem, in welchem Stadtteil, in welchem Bezirk man eben wohnte, gab es unterschiedliche Berechnungsgrundlagen dafür. Ja, das war eben auch ein Thema. Aber das musste in diesem Projekt eben auch noch halt mitgemacht werden. Also all diese Fachanwendungen, und Hundesteuer ist jetzt ein sehr lapidares Beispiel für die Landeshauptstadt, aber all diese Verfahren und Anwendungen mussten eben auch mit modernisiert werden. Ja? Fragen? Nee. Wunderbar. Okay. Was können wir mitnehmen? Was haben wir gelernt aus diesem Projekt heraus? Also abschließend dazu, es war ein sehr erfolgreiches Migrationsprojekt. Wir konnten es erfolgreich so abschließen. Ein Großteil der Desktops konnte auf Linux migriert werden. Das, was entscheidend war bei diesem Projekt, war, dass der Oberbürgermeister als solches das Ziel, das übergeordnete Ziel ausgegeben hat, Unabhängigkeit und Freiheit. Und er in seiner Rolle als Chef, Verwaltungschef der Landeshauptstadt eben auch, der erste Anwender war, der Linux auf dem Desktop verwendet hat.
Und das hat natürlich eine unglaubliche Strahlkraft und Signalwirkung. Ja? Wenn ihr solche Themen angeht, schaut, dass ihr entsprechende Key-User, egal ob das jetzt Abteilungsleiter sind, Wortführer, wie man so schön sagt, innerhalb von einer gewissen Gruppe, von einer gewissen Abteilung, schaut, dass ihr die Leute irgendwo mit ins Boot holen könnt, begeistern könnt von eurer Idee, von eurem Vorhaben und schaut, dass ihr diese entsprechenden Key-User irgendwo als Multiplikatoren nutzen könnt. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Weiterhin, wenn es solche entsprechenden großen Projekte sind, schaut, dass ihr den Projektgegenstand ganz sauber definieren könnt. Ja, hier nochmal das Beispiel mit der Hundesteuer eben, die Fachverfahren dafür. Schaut, dass ihr das, wenn ihr solche Projekte macht, entweder sauber mit berücksichtigt oder aber eben komplett vom eigentlichen Gegenstand abgrenzt. Ja, ein wichtiger Punkt an der Stelle hier ist abschließend nochmal hier unten aufgeführt. Landeshauptstadt, öffentliche Hand, die müssen ausschreiben. Eine Ausschreibung ist immer zeitlich limitiert. Als man also ans Ende der Initialausschreibung gekommen ist, hat die Stadt gesagt, okay, gut, das hat wunderbar funktioniert bis hierhin, wir haben aber noch 2-3 weitere Dinge, die wir angehen müssen, wir brauchen eine Folgeausschreibung. Man hat sich also in diesen Verfahrensprozess begeben und die zweite Ausschreibung eben auf den Weg gebracht. Und diese entsprechende zweite Ausschreibung haben wir als Unternehmen nicht gewonnen, sondern eben ein anderes Unternehmen aus dem Linux- und Open Source Umfeld, auch aus Deutschland eben raus. Die haben die zweite Ausschreibung gewonnen. Und mit diesem Umstand, mit dieser Geschichte ist für mich eigentlich bewiesen, dass der Open Source Ansatz funktioniert. All die Argumente, die immer wieder gebracht werden in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren gebracht werden, dass man nur mit Open Source eine Herstellerunabhängigkeit bekommt. Guck in den Quellcode rein, du kannst es selber machen. Wenn du es nicht kannst, es gibt Unternehmen, dann kannst du den Code geben und pass es an. Ja, das funktioniert. Und wir haben es hier eben auch bewiesen an der Stelle. Ja, das ist von mir nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier. Bitte. Da habe ich eine Anmerkung zu. Ich bin der Maintainer in Debian von Dosa. Ja. Und da ist die Geschichte eher so, dass es, also ganz speziell, Dosa ist eine Benutzerverwaltung, die sozusagen PHP-mäßig auf Eltern oben drauf sitzt. Ja. Und da hat es eigentlich aus meiner Sicht nicht funktioniert. Also weil die Arbeiten an Dosa, die dann von der zweiten Firma gemacht wurden, nie in den Upstream eingewandert sind. Also so, im Globalen sehe ich es genauso, ne? Also weil eben das war ein Setup, das hat eine andere Firma übernommen und die kannten sich auch aus. So, und der Drops war gewünscht. Ja. Aber an solchen Stellen hat eben, also die erste Firma bringt Projekte mit rein, die zweite macht dann für den Kunden an diesen Projekten weiter, behebt Sachen, entwickelt auch sehr kundenspezifisch und generisch in eine bestimmte Richtung. An der Stelle finde ich dann Open Source insgesamt nicht funktionierend. Also weil, das wird natürlich dann spannend halt eben, wenn an spezifischen Kundenprojekten gearbeitet wird und dann ein generisches Produkt generisch verfeinert wird. Ja. Generisch heißt so, jeder kann es einsetzen, nicht nur die Landeshauptstadt. Ja. Also deswegen, also da habe ich so zwiegespaltene Sicht, teile es nicht so ganz, was du sagst. Ist ein valides Argument an der Stelle, will ich auch gar nicht gegen argumentieren, kann ich dir nur recht geben, was dieses Thema angeht. Heißt aber am Ende des Tages auch, wenn das, was ich nehme, anpasse und nicht zurückkontribute, dann nehme ich die Art und Weise der Entwicklungsmethodik nicht ernst. Und ja, dann kann der Grundsatz des Ansatzes, kaputter Satz, aber du weißt, was ich meine, der kann dann nicht funktionieren an der Stelle eben auch. Ja, und das ist durchaus schade. Jetzt ist natürlich in diesem konkreten Beispiel, sind die Kollegen nicht alleine da. Ja, da gibt es auch sicherlich andere, die sich ähnlich schwierig benehmen, was dieses Thema angeht, aber grundsätzlich, ja. Ja, das ist ja auch was man den Kunden letztendlich auch mitnehmen muss. Man kann sagen, ich kann dir das irgendwie hinbremsen, kostet irgendwie x-tausend Euro. Mhm. Und ich kann das Ding so nachhaltig machen, dass du halt eben beim übernächsten Upgrade deiner Distribution die neueste Version dieses Produkts installierst und alle Fehler, die wir hier für dich gefixt haben, oder alle Anpassungen, die wir hier für dich gemacht haben, sind auch wieder drin. Ja. So, da musst du aber bestimmt, ja, würde ich mal sagen, ein Drittel, ein Viertel bis die Hälfte draufrechnen, weil du musst halt eben sehr akkuraten Gehirnschmalz in Entwicklungskosten für Software einstellen. Bin ich beide, ja. Und das Upstreaming der Ja. Es wird dann einfacher, wenn ich Mitstreiter habe an der Stelle. Also 2, 3, 4, 5 Kunden, die ähnliche Bedarfslage haben und dann kann man das auch entsprechend sauber argumentieren. Ja. Das ist wahr. Ja. Okay. Danke. Weitere Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Okay. Dann würde ich das Thema soweit beenden wollen. Und damit springen wir wieder quasi zurück in die privatwirtschaftlichen Organisationen hier im Jahr 2018. Es war ein Vorhaben
aus dem Jahr 2018 und der eine oder andere wird vielleicht schon merken, Moment, gerade eben ans Projekt oder Piloten, jetzt ist es ein Vorhaben. Es spielt bei einem Hersteller von Spielplatzanlagen mit einer sehr heterogenen Umgebung. 80 Bildschirmarbeitsplätze, diese Größenordnung. Und da war alles immer bunt gemischt mit dabei. Ja? Windows, Linux, CAD, Fachanwendungen, Maschinenpark, all dieses Thema eben auch. Und der Eigentümer und Geschäftsführer hat Kontakt zu uns eben aufgesucht und hat, ja, finde ich, ein sehr flammendes, fast schon Plädoyer eben auch gehalten, was für eine Abhängigkeit man sich doch zu Microsoft befindet, dass man das doch sofort lösen müsste. Das könnte ja wohl nicht so weitergehen. Er hätte die ARD-Dokumentation das Microsoft-Dilemma gesehen und wäre aus allen Wolken gefallen. Das muss man jetzt ändern an der Stelle eben auch. Das war sehr unterhaltsam, weil all die Argumente, die man die letzten Jahre aufgebracht hat, wo man sich den Mund fusselig geredet hat, hat er dann auch mal gebracht in seiner Art und Weise. Das war wirklich sehr schön an der Stelle auch. Sodass wir gesagt haben, gut, okay, kann man nachvollziehen. Wir kämpfen an gleicher Front in gewisser Art und Weise. Wir schauen uns das mal eben an. 80 Bildschirmarbeitsplätze. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine sehr große, ausgeprägte IT-Abteilung haben, die ist relativ überschaubar. Ja, klar. Was die hatten an dieser Stelle ist oder haben vielmehr, ist einen entsprechenden Programmierer, der so ein bisschen das eigene Warenwirtschaftssystem entwickelt und festhält, der auch mit Admin-Aufgaben betreut ist. Ja? Und dieser gute Mann hat relativ wenig Linux-Kenntnisse und fairerweise darf man da an der Stelle eben auch sagen, dass er relativ wenig Berührungspunkt und Bezug zu Linux und Open Source eben auch hatte an der Stelle. Und das führte eben halt dazu, dass wir, als wir diese Situation eben so aufgenommen haben, so verstanden haben, dass wir dann eben gesagt haben, okay, so ehrbar und schön, wie diese Ideen auch sind, von dem Unternehmen eben hier auf Linux zu migrieren, mit dem, was du da hast, gerade auch an Manpower, macht das eben so keinen Sinn an der Stelle, dass wir dieses Vorhaben eben nicht weiter verfolgt haben und auch nicht projektiert worden ist. Ja? Was man daraus lernen kann, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass wenn man solche Punkte sieht, wo man sehr, sehr, sehr extrem gegeneinander arbeiten muss, sollte man es lieber sein lassen. Ja? Also immer miteinander, allerdings niemals gegeneinander in solchen Projektsituation. Ja? Damit wären wir jetzt so am Ende von dem ersten Teil der Präsentation angekommen. Und wenn es dazu keine Fragen gibt, würde ich jetzt so auf den nächsten Teil zu sprechen kommen. Bitte. Also der Geschäftsführer hat das Plädoyer gehalten und dann hat die eine Person hat das verhindert. Das ist ein bisschen drastisch ausgedrückt. Nein, so extrem war es nicht. Also, das ist der Mitarbeiter, haben die sich mit der Materie behaltlich auskennt, damit man den Hintergrund. Das ist der entsprechende Punkt. Ja. Und da geht es auch viel um Motivation und Spaß und Freude daran. Und ist es niemandem geholfen, wenn man da irgendwas hinsetzt, womit nachher keiner umgehen kann, womit man nachher keinen Spaß daran hat. Das hilft niemandem an der Stelle. Das hilft nicht uns als Unternehmen bei der Projektumsetzung. Das hilft nicht dem Kunden an der Stelle und das recht nicht den Angestellten von dem entsprechenden Kunden. Ja. Also das, ja, miteinander, nicht gegeneinander, das ist ein bisschen das Thema. Ja? Okay. Ich springe weiter? Gut. Abschließend so ein bisschen, oder wir kommen jetzt zu dem abschließenden Teil vielmehr. Warum jetzt? Warum sollten wir uns gerade jetzt mit Linux auf dem Desktop beschäftigen? Ich bin seit Mittwochabend hier und war am Donnerstag auch auf der digitalen Kieler Woche eben auch und habe relativ viele Vorträge gehört und mit relativ vielen Menschen gesprochen und überall war so das Thema digitale Transformation, Digitalität, habe ich auch gehört, fand ich hochgradig interessant, den Begriff, steigende Digitalisierung, all das ist irgendwo in aller Munde. Unangefochten davon, dass sehr viele Menschen darüber und damit reden, vor allen Dingen auch, haben wir eine steigende Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Ja, ich bin momentan in der Lage, mein komplettes Leben, meinen kompletten Alltag, wenn er morgens beginnt, bis ja abends, bis ich wieder im Bett bin, digital zu erfassen und irgendwie auswertbar zu machen in Daten. Ja? Und aus diesem Aspekt heraus, aus dieser Entwicklung heraus, finde ich, sieht man immer mehr an immer unterschiedlichen Stellen, dass eine gewisse Sensibilisierung für das Datenaufkommen, für die Daten als solches eigentlich vorherrscht. Meine Daten gehören mir, ja, als Aussagekraft dahinter. Und in dem Kontext, wenn man sich dann mit solchen Leuten unterhält, sieht man, dass der Wunsch nach Selbstbestimmung, Offenheit und Unabhängigkeit im Umgang mit diesen Daten, die erfasst werden oder erfasst werden können, dass das immer mehr wird an der Stelle. Ja? Und genau diese Unabhängigkeit und diese Offenheit, die erreiche ich nur mit Open Source, die erreiche ich nur mit Linux. Ja? Das ist eben ein Thema in meinen Augen, was dafür spricht, sich jetzt auch jetzt damit zu beschäftigen.
Das zweite Thema ist so ein bisschen, dass wir mittlerweile bei Open Source im Allgemeinen und auch bei Linux im Speziellen einen unglaublich hohen Reifegrad einfach haben. Ja? Wann war es das letzte Mal, dass ihr für einen Bekannten, Freund, Arbeitskollegen mal einen Linux auf dem Desktop gezeigt habt? Ja? In den letzten Wochen oder Monaten. Das Feedback ist immer unglaublich positiv. Ja? Dass man sieht, wow, das funktioniert, das kann man ja machen an der Stelle eben auch. Ja. Was weiterhin in diesem Punkt auch so ein bisschen mit reinspielt, ist die Tatsache, dass die eigentlichen Fachanwendungen und Applikationen in der Regel immer, oder nicht in der Regel, aber sehr, sehr, sehr häufig plattformunabhängig implementiert werden, sprich in irgendwelchen Webtechnologien, dass sie im Browser laufen. Ja. Und dann wird die darunterliegende Plattform eigentlich zweitrangig. Das spielt auch noch so ein bisschen mit in diese Thematik eben rein. Ja. Gut, jetzt haben wir so ein bisschen gelernt, worauf muss man achten bei entsprechenden Migrationsprojekten? Warum sollten wir uns jetzt damit beschäftigen? Also vollends motiviert. Ich sehe es an eurem Gesichtsausdruck. Wie machen wir es jetzt? Wie machen wir es eigentlich genau? Ich habe hier nochmal 5 Punkte entsprechend mitgebracht, die ganzen Geschichten so ein bisschen zusammenfassen. Benutzerfreundlichkeit ist wichtiger als Features und Funktionen. Ja? Informatiker, technisch orientierte Menschen neigen ganz gern dazu, immer das Neueste vom Neuesten zu haben. Die Benutzerfreundlichkeit sollte im Vordergrund stehen. Ja. Grundsätzlich bei IT-Projekten wird ganz gerne mal die Erwartungshaltung und Anforderungsmanagement unterschätzt. Ja. In Desktop-Migrationsprojekten ist es allerdings umso wichtiger, genau diese beiden Punkte so umzusetzen. Ja. Ihr werdet bei euren Vorhaben immer auf extreme Befürworter und auf extreme Gegner treffen. Schaut, dass ihr diese beiden Rollen, diese beiden Positionen, die extremen Befürworter und die extremen Gegner, an einen Tisch bekommt. Arbeitet die Punkte aus und dann fällt die Entscheidung gemeinsam. Ja? Und abschließend nochmal der letzte Punkt, weil er einfach unglaublich wichtig ist. Wenn ihr solche Themen angeht, baut niemals einen Windows-Desktop nach. Ja? Seht die Punkte, die Vorteile von Linux, von Open Source, versucht die zu nutzen, aber kommt nicht auf die Idee und baut einen Windows-Desktop nach. Ja? Und wenn ihr euch jetzt immer noch fragen solltet, na, ist ja ganz spannend und ganz lustig, aber UWI Layer 8, was heißt denn das eigentlich? Das soll bedeuten, dass wenn solche entsprechenden Projekte angegangen werden, es um die Menschen geht und nicht um die Technologien. Ja? Und in dem Kontext möchte ich euch ermutigen, geht bis zum Äußersten, redet miteinander und setzt solche entsprechenden Projekte um. Ja? Dankeschön.